Du fragst dich vielleicht gerade, was ich hier mache. Sieht sehr skurril aus wahrscheinlich für dich, aber ich sage dir, ich verbessere gerade meine Augen. Wenn du auch wissen möchtest, wie man deine Sehschwäche wegtrainieren kann, was du genau machen musst, dann bleib unbedingt dran, denn ich verrate dir genau in diesem Video, wie das geht. Was ich hier gerade genutzt habe, ist die sogenannte Lochbrille. Wie du siehst, sie hat ganz viele kleine Löcher, die mir eben dabei hilft, das Licht gebündelter in mein Auge zu lassen und dadurch habe ich wieder ein besseres Sehen, wodurch ich eben entsprechend meine natürliche Sehkraft auch verbessern kann. Mithilfe dieser Brille und natürlich zum Beispiel auch mithilfe dieses Fokussierstabs oder aber auch mit ganz normalen Sehtafeln, wie ich jetzt hier zum Beispiel habe, so eine genannte Domino-Übung, kann ich es eben schaffen, meine natürliche Sehkraft nachhaltig und vor allem auch natürlich zu verbessern. Wenn du neu sein solltest auf diesem Kanal, dann herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick von Augentrainieren und ich zeige dir hier auf diesem Kanal alles rund um das Thema Augentraining, Augengesundheit und wie du entsprechend deine Sehkraft verbessern kannst, nachhaltig und auch dauerhaft. Ich gebe dir hier Tipps und Strategien mit an die Hand und eine dieser Strategien möchte ich dir heute mal verraten. Denn leider gibt es immer mehr Brillenträger, immer mehr Leute haben eine Brille, immer früher tragen sie eine Brille und tatsächlich ist aber Gott sei Dank auch so, dass immer mehr Leute aufwachen. Ja, vielleicht gehörst auch du dazu, dass du merkst, okay, es kann doch nicht immer sein, dass ich jedes Mal meine Brille fleißig trage, sie von früh bis spät habe, so wie der Optiker mir es empfohlen hat und trotzdem verschlechtert sich meine Sehschwäche. Und wenn ich frage, ich kenne es auch selber, ich hatte auch mal eine Brille, wenn ich frage, was kann ich denn dagegen machen, kommt die einfache, plumpe Antwort, nö, das geht nicht. Das Auge kann sich nur verschlechtern, aber es kann sich nicht verbessern. Und das finde ich so einen harten Widerspruch. Warum soll einfach nur etwas schlechter werden, aber nicht besser werden? Also ist doch wie mit dem restlichen Körper auch. Ich kann mich gesund ernähren oder ich kann Sport machen. Und wenn ich keinen Sport mache, dann habe ich entsprechend weniger Muskeln. Und wenn wir unser Auge mal uns anschauen, genau, ja, wir haben ja hier diesen roten Bereiche, das sind unsere Augenmuskeln. Also unser Auge hat auch Muskeln und in unserem Auge haben wir sogar noch einen sogenannten Ziliarmuskel. Dieser Muskel ist dafür da, dass diese Linse hier vorne eben entsprechend mehr oder weniger Licht durchlässt. Dadurch können wir entsprechend in der Nähe oder in der Ferne scharf sehen. Du kannst das Ganze jetzt sogar einmal spüren. Versuch jetzt dich mal drauf einzustellen. Und zwar versuch mal ganz kurz das Handy wegzulegen, einmal kurz deine Augen zu schließen. Streck einmal deinen Arm aus, halte deinen Daumen direkt vor dir. Und wenn du deine Augen aufmachst, fokussier mal deinen Daumen an und dann schau mal in die Ferne über den Daumen hinaus. Du wirst merken, plötzlich ist der Daumen unscharf. Du siehst sogar deinen einen Daumen doppelt, ja, weil du eben in die Ferne guckst und dadurch entspannt sich aber unser sogenannter Ziliarmuskel, ja, und diesen Muskel kannst du in dem Moment gerade ein bisschen spüren, dass er arbeitet, dass du diesen Druck vielleicht vom Auge nicht mehr hast. Und die zweite Möglichkeit, wo du deine Augenmuskeln auch spüren kannst, beginn einfach mal deine Augen einmal komplett am Rand zu kreisen. Du wirst merken, in gewissen Bereichen merkst du vielleicht Verspannungen, merkst du vielleicht, dass es wehtut etwas, ja. Und das sind eben unsere Augenmuskeln, die wir entsprechend ja zu lange vernachlässigt haben, ja. Wenn jetzt gerade deine Augen nach dieser leichten Übung schon wehtun, möchte ich gleich nochmal einen kleinen Tipp verraten, wie du sie wieder entspannen kannst. Reibe dazu mal ganz kurz deine Hände aneinander, schließe deine Augen und lege sie auf deine geschlossenen Augen. Durch diese Wärme und auch die Dunkelheit entspannen wir uns, ja. Gleichzeitig kannst du auch beginnen, langsam ruhig zu atmen, ein- und aus. Einmal ein- und auszuatmen, super. Und dann bist du auch wieder mehr entspannt. Du hast wieder weniger Druck im Auge und du wirst auch merken, dass deine Augen jetzt plötzlich nicht mehr so wehtun. Und wenn du keine Lust mehr auf deine Brille hast und endlich wieder scharf sehen möchtest, dann melde dich mal unterhalb des Videos zu einem kostenlosen Beratungsgespräch. Hat dem Hintergrund, dass ich kenne dich ja nicht, ja? Und jeder hat unterschiedliche Sehschwächen, jeder hat unterschiedliche Dioptrienzahlen und jedes Training ist immer wieder unterschiedlich. Für eine geringere Sehschwäche muss ich ganz andere Übungen und Strategien verfolgen, wie eine sehr hohe oder eine mittlere Sehschwäche, ja? Und da kommt es eben darauf an, dass ich dich einmal persönlich kennenlerne. Deswegen unterhalb, wie gesagt, des Videos kannst du gerne einmal einen Termin mit mir vereinbaren, wo wir dann einfach mal schauen, welche Sehschwäche hast du überhaupt und ich gebe dir Tipps, wie du es schaffst, deine Sehschwäche relativ schnell wieder zu verbessern. Beispielsweise hatten wir letztens erst eine Teilnehmerin, die einfach nur den Wunsch hatte, ihre Sehschwäche zu reduzieren. Ihr Ziel war es überhaupt nicht, auf 0 Dioptrien zu kommen, sondern einfach von 9 auf 5. Das war ihr Ziel. Und du kannst mir glauben, nachdem die Teilnehmerin das geschafft hat, sie war überglücklich, ja. Und so kann es dir auch gehen. Du hast weniger Einschränkungen, du fühlst dich wieder freier, du fühlst dich kraftvoller, du hast wieder mehr Energie und diese ganzen Nebengeräusche wie müde Augen, brennende Augen, ja, oder diese Erschöpftheit, die kann
und wird sich reduzieren, wenn du ihm entsprechend mehr auf deine Augen acht gibst. Also, wenn du auch deine Sehschwäche schützen möchtest, wenn du diese verbessern möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Ich würde mich sehr freuen, dich einmal persönlich kennenzulernen. In diesem Sinne, abonniere auch gerne den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich wünsche dir alles Gute, bis dann, ciao.